Manuelsen ist gestern ordentlich auf einen TikToker geplatzt, mit welchem er schon seit längerem Stress hat, weil dieser TikToker rassistische Aussagen über Manu raushaut. Und so fuhr Manu kurzerhand in dessen Stadt. Wir gehen rein. Manuelsen hat seit einiger Zeit bereits Stress mit dem TikToker-Coach Frankie, welcher immer wieder mit Peak-Humorsprüchen auffiel, wie so Dinger wie Schoko-Elsen, schwarze Schokolade, verbrannte Brote aus dem Ofen mit Manuelsen vergleichen und solche einfallsreichen Dinger. Unterm Strich rassistische Sprüche. Gestern dann reichte es Manuelsen offenbar und dieser postete plötzlich eine Story aus dem Auto, wo er Coach Frankie aufforderte, ihm doch mal zu sagen, wo er sich befände. Erzähl mal, wo du bist, komm. Weil ich werde dich sowieso finden. Ob ich dich finde oder nicht, steht nicht zur Frage. Ich finde dich 100%. Aber sag mir, dann können wir uns Zeit sparen. Wo bist du? In Hannover bei deiner Tochter von Frau? Oder bist du zu Hause? Sag mir nur das, damit ich weiß, wo ich hinkommen muss. Ja? Und wenn du der Sohn eines Mannes bist, dann antwortest du mir und sagst mir, wo du bist. Wir beide klären das heute. Okay? Schreib mir einfach. Darauf folgte von Manuelsen dann noch eine Aufforderung an seine Freunde, aber auch seine Hater. Chalas, an alle meine Freunde und alle meine Brüder und alle Leute, die mich lieben. Ich bin auf der Suche nach Coach Frankie. Okay? Ich mache mir Sorgen um ihn und ich möchte gerne mit ihm reden. Okay? Jeder, der mich liebt, jeder, der mich kennt, meine Freunde, Brüder, Deutschland, überall. Ich suche Coach Frankie. Okay? Ich suche Coach Frankie, weil ich habe was mit ihm zu besprechen. An alle Leute, die mich hassen und die mich nicht mögen. Okay, den ich auf den Sack gehe, ne? Sagt mir, wo ich Coach Frankie finde, ne? Dann seid ihr mich los, weil dann habt ihr mich in den Knast gebracht. Either way, sagt mir einfach, wo der ist. Irgendwann dann war Manuelsen offenbar in Hannover angekommen und schrieb von hier in seine Story: So, du rassistischer Sohn einer Wölfin, zeig mal deine Eier. Ich bin in Hannover, sag mal, wo ich hinkommen soll, dann klären wir beide das. Und sag nicht, du bist hier, schick Standort privat. Im weiteren Verlauf zeigte Manu dann, dass er Coach Frankie offenbar eine Sprachnachricht geschickt hatte, dieser den Chat aber nicht angenommen hatte und so schrieb Manu dann in seiner Story dazu: Nimm an und sag mir deinen Standort, du Maniac, und rede nicht viel. Bevor er dann auch zeigte, dass er ihn offenbar auch via FaceTime anrief, aber Coach Frankie offenbar nicht ranging. Unterdessen machte Coach Frankie offenbar auf Instagram einfach weiter mit seinen Stories und so meldete sich Manuelsen irgendwann wieder so zu Wort. Coach, guck mal, ich weiß, du machst jetzt deine lustigen Stories und die haben wir schon alles gesehen. Ja, okay, dies, das. Bruder, geh doch mal ans Telefon. Ja? Ich bin hier ganz bei dir in der Nähe. Poste keine lustigen Stories, was wir schon 100-mal gesehen haben. Geh einfach ans Telefon. Ich bin ganz bei dir in der Nähe. Ich bin sogar näher, als du denkst, dass ich bin. Okay? Weil Hannover ist eine Stadt, Bruder. Du hast hier keinen Power, Bruder. Du hast hier keinen Power. Und leider Gottes... So. Hab ich Power in Hannover, Bruder. Deswegen, eigentlich weiß ich schon, wo du bist. Nur der Anstand gebietet es mir, nicht da vor deiner Tür aufzuschlagen, weil du bist vielleicht mit deiner Frau da, das ist Eib. Deswegen, sei ein Mann und komm raus. Coach Frankie wiederum zeigte dann weiterhin einfach so Stories aus dem Kaufhaus, bei sich beim Einkaufen, schwarze T-Shirts, hihahu. Irgendwann gab es aber mal ein paar Stunden lang Pause und die Stories gingen danach aber einfach so weiter. Entweder wurden sie also eh schon vorher aufgenommen oder da gab es ein Problem mit dem Hochladen, keine Ahnung. Später in einem Livestream sagte er, wer öffentlich ankündige zu kommen, lege es darauf an, dass sich die Polizei einmische. Manuelsen unterdessen zeigte sich dann noch einmal draußen in Hannover und behauptete, in der Nähe von Coach Frankie zu sein. Guck mal, Frank. Diese Straße hier ist ganz in der Nähe bei dem Ort, wo du dich versteckst, auch vor den Hamburger Shababs. Ne? Ich weiß gar nicht. Nein, hier versteckt er sich ja vor den Hamburger Shababs. Weißt du, was ich meine? Deswegen ist er jetzt hier in Hannover und er ist auf jeden Fall, er kommt in der Nähe von dieser Straße, wir wissen ja. Ne? Deswegen, guck mal, rede nicht viel, Coach. Komm einfach vorbei und lass mal die Sache klären. Schlussendlich passierte dann an diesem Tag in Hannover offenbar nichts. Und Manuelsen meldete sich abends von offenbar wieder zu Hause in mehreren Livestreams zu Wort. Hier sagte Manuelsen, ein gemeinsamer Kollege habe tagsüber Coach Frankie gesagt, dieser solle es mit Manuelsen klären. Und daraufhin sei eine Sprachnachricht entstanden, welche Manuelsen dann auch original zeigt. Und hier hört man Coach Frankie wohl über Manuelsen das N-Wort sagen. Manuelsen kündigt daraufhin an, Coach Frankie politisch schachmatt setzen zu wollen und dafür sorgen zu wollen, dass TikTok einem Rassisten wie Coach Frankie keine Plattform mehr biete. Für Manuelsen habe Coach Frankie mit diesem Ding also quasi seine Karriere beendet. Was dein Leben ist, geh in diesen Livestream rein, ne, und schrei und bell so viel, wie du willst.
Schrei und bell so viel wie du willst. Wallah, der Stift, der deine Geschichte schreibt, ist zerbrochen, Bruder. Weiter kündigte Manuelsen hier an, sich jetzt für Coach Frankie ganz besonders Zeit nehmen zu wollen. Aber nicht in dem Sinne, wie er es den Tag über getan habe, mit in die Stadt fahren und so weiter, sondern anders. Scheiß drauf auf dieses Tantana heute, was wir gemacht haben. Wir haben gesehen, du bist kein Mann, scheiß auf dich. Manuelsen will das ganze Ding nun also offenbar anders klären und Coach Frankie anders zur Rechenschaft ziehen. Eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Rassistische Kommentare werden gelöscht und ansonsten haut rein. Wer weiß das? Ich habe keine Ahnung. Es ist sehr gut möglich, dass ich nächste Woche durchdrehe.